Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Paket für dich und zwar haben die liebe Lea und ich mal wieder ein Trash-Paket gemacht. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Als das Paket ankam, dachte ich erst, hat die Degusta-Box einen Fehler gemacht und mir aus Versehen noch eine Degusta-Box geschickt? Nein! Lea hat einfach ihren Trash, also das, was wir quasi getauscht haben, in diese Degusta-Box verpackt. Sie hat übrigens geschrieben, dass sie noch mehr dazu gepackt hat. Fies. Echt fies. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt schon leider mein Paket weggeschickt gehabt. Aber na, wir gucken einfach mal rein. Und dafür habe ich erstmal eine Schere und öffne diesen Karton. Lea habt ihr schon öfters mal auf meinem Kanal gehört. Also Lea hatte mir mal ein Paket geschickt mit ganz, 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 ganz vielen Lippenprodukten. Und daraus hat sich irgendwie so eine, ich weiß es nicht, Social-Media-Freundschaft ergeben. Wir schreiben uns, wir sprechen miteinander, also so mit Sprachnachrichten und so. Und machen auch gerne miteinander Trash- und Tauschpakete. Und jetzt haben wir ein reines Trash-Paket gemacht. Also wir haben uns Fotos geschickt und uns dann von der anderen was ausgesucht. Und hier haben wir das, was sie mir geschickt hat. Es fängt an mit einer Karte. Ich könnte aufhören zu shoppen, aber aufgeben war noch nie mein Ding. Das stimmt. Wenn ich so nach rechts gucke, ich habe nämlich gleich noch vor, ein paar Hauls zu drehen. Du hast so recht, Lea. Hallo, Claudi. Auf der Vorderseite siehst du mein Motto. Wäre doch auch viel zu langweilig, wenn der Postbote immer nur Briefe bringt, statt tolle Pakete. Du hast echt recht. Meine Postboten, die tun mir... Postboten. Ein Postbote und noch ein Postbote. Keine Ahnung. Die tun mir echt leid. Ne? Die müssen sich hier ganz schön abrackern bei mir. Aber du, ne? Ist doch irgendwie auch ganz nett. Dann haben die mal immer wieder jemanden, wo die was vorbeibringen können. Ich wünsche dir und auch deinen Mädels viel Spaß mit deinen neuen Schätzen. Liebe Grüße. Bleib wie du bist, Lea. Ja, Lea weiß nämlich schon, dass wenn ich Trash-Pakete mache, dass ich auch gerne immer an meine Mädels denke. Also vielen, vielen Dank, liebe Lea. Ich bin gespannt. Oh. Oh. Sie hat alles schön eingepackt. Ich entferne jetzt erstmal die Luftpolsterfolie. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. So. Ich muss mir erstmal einen großen Schluck von meinem Fuse Tea nehmen. Ich habe heute... Es ist so warm. Ich habe hier immer wieder Getränke stehen. Denn, oh, ich brauch's. Ja, heute mal kein Kaffee, ne? Das ist auch mal aufregend. Von Syos hat sie mir reingepackt, einen Schaumfestiger. Habe ich mir den ausgesucht? Ich weiß das gar nicht. 48 Stunden extra starker Halt. Ich glaube nicht, dass ich mir den ausgesucht habe, ne? Das ist eher was für meine Mädels, denn ich bin kein Frisurenmensch. Also ich bin froh, wenn ich einen seitlichen Bommel, also einen hinten Bommel habe oder einen oben Bommel, offene Haare, einen Zopf und das war's. mehr kann ich nicht. Und dann schauen wir mal rein. Full of stuff. Das ist ja eine süße Geschenkverpackung. Okay, da sind wirklich einige Sachen drin. Einmal Isana Körperpeeling, Kaffee und Mango mit sinnlichem Kaffee- und Mangoduft und mit Jojobaöl. Das finde ich super interessant. Das wird getestet. Das ist nämlich so ein trockenes Körperpeeling. Voll interessant. Dann von Nivea Baby Essentials eine 5-in-1 Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 20, 48 Stunden, nein, was ist los? 24 Stunden Feuchtigkeit, 5-in-1 Blemischballen. Mensch, für helle Leute. Und der wird mal getestet, denn ich bin hell. Und sowas kann ich wohl gebrauchen. Ich kann mir den eigentlich jetzt direkt doch drauf machen. Gucken wir mal. Ich habe mein Gesicht jetzt nicht unbedingt gereinigt, aber ich kann den ja mal schön, weil ich habe ja nichts drauf. Es wird wohl passen, ne? Also, das auf jeden Fall. Das finde ich interessant. Das wird wirklich sehr, sehr gut passen. Stell dir das mal vor, einfach so im Alltag. Zack, hast du ein bisschen was ausgeglichen im Gesicht, ne? Das wird noch ein bisschen weiter getestet. Dankeschön. Eine Bubble Sheet Mask, sehr gut. Das reinigt das Gesicht. Das finde ich richtig toll. Und dass du das als Sheet, als schwarzes Sheet auf dem Gesicht hast und dann kommen die Bubbles, das finde ich super interessant. Das wird auch ausgetestet. Und von Ciaia Natural Olive, eine Haarmaske, Regenerating Dry Flat Hair. Das passt, das habe ich. Und ja, das wird auf jeden Fall verwendet. Kommt ins Probenprojekt. Und dann ist hier noch so ein Herzchen mit dabei. Ich weiß gar nicht. Da musst du mir schreiben, was das ist. Ob das ein... Oh, ich muss niesen.
Danke. da habe ich ein bisschen eine zu tiefe Nase von genommen. Da musst du mir schreiben, was das ist. Also, was man damit macht. Ob das einfach eine Seife ist. Und hier ist noch ein Ring mit dabei. Das ist ein Häschen. Das ist ja süß. Der Ring passt mir auf dem Ringfinger. Also, ich habe wirklich große Ringe, große Finger tatsächlich. Ich muss aber gestehen, dass der mir echt zu kindisch ist. Also das werde ich definitiv dann der Tochter meiner Nagelfee schenken. Ich denke, dass sie sich da etwas mehr drüber freut als ich, aber der Ring ist natürlich ein Highlight, ne? Der ist total süß. Und das Glitzerpapier von der Glossybox Superbox oder von der Glossybox Birthday Edition erwischt. Oh Käse, ich sehe übrigens, dass du die ein oder andere Verpackung von mir übernommen hast. Das ist 1:1, das ist super witzig. So geht es alles seinen Weg. Das habe ich mir ausgesucht von Garnier Skin Active. Regenerierender, stärkender, botanischer Balm. Das ist für Tag, Nacht und als Maske geeignet. 96% Mixtur aus Wasser und Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Und das ist mit Blütenhonig. Das fand ich auch sehr interessant. Das habe ich mir relativ zu Ende der ganzen Geschichte ausgesucht. Aber das ist noch komplett zu. Da kann ich gar nicht dran riechen. Mensch, mache ich jetzt auch nicht auf für Tag, Nacht und als Maske. Das ist natürlich auch super, 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 super praktisch, ne? Den habe ich mir ausgesucht. Body-Joghurt von The Body Shop British Rose. Der ist total geil. Den habe ich jetzt schon einmal aufgebraucht. Habt ihr im Aufgebraucht-Video gesehen? Ich stehe drauf. Ich stehe auf Rose. Ich mag einfach, wie der von der Konsistenz her ist. Ich finde es ein bisschen blöd, da am Ende reinzugehen, weil dafür ist das Pöttchen ein bisschen zu tief und zu schmal oben quasi. Aber es funktioniert und ich finde, dass der gut pflegt. Gutes Ding. Hier hat sie mir was eingepackt, das sieht heiß aus. Ja, öffnen wir das Schleifchen. Da hat die Claudi sich ausgesucht von Make-up Obsession einen Highlighter in der Farbe Pearl und der ist unfassbar. Der sieht so ein bisschen aus wie Jeffree Star Highlighter quasi, weil du ja diesen Stern da drauf hast, ne? Den swatchen wir doch einfach mal. Ui. Ui, 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 der hat so einen Grünschimmer mit drin. Huhu, der muss erstmal verwendet werden. Von Essence Matte Touch Blush in der Farbe Peach Me Up. Der ist sehr, sehr dezent. Ich glaube, für mich tatsächlich zu dezent. Ja, den siehst du kaum, ne? Der ist jetzt hier unten drunter so ein bisschen. Den Essence Mosaik Blush hatte ich den schon mal. Und ich glaube, der war mir auch ein bisschen zu hell. Also zu dezent. Der ist ein bisschen doller als der von eben. Man sieht ihn jetzt so ein bisschen mehr, aber halt immer noch ein bisschen zu dezent. Jetzt kommen wir in Gefilde, die wir etwas lieber mögen. Trend It Up Powder Blush in der Farbe 030. Fühlt sich trockener an, aber hat definitiv mehr Power. Also der wird getestet. Und von NYX Matte Bronzer habe ich mir auch ausgesucht in der Farbe Light. Und der hat sogar einen Spiegel oben mit drin. Huch, der ist aber krümelig. Huch, huch, huch. Ja. Aber er ist da. Boah, der Make-up Obsession Highlighter. Der ist echt sehr intensiv, auch noch nach wie vor auf meinem Finger, ne? Wow. Dieses Paket ist ein Wanderpaket, würde ich mal so sagen. Ich habe es zum Geburtstag in einer Geburtstagskiste gehabt. Dann habe ich das beim letzten Trash-Paket an die liebe Lea weitergegeben, ne? Und jetzt hat sie es mir wieder zurückgeschickt. Das ist echt eine Wanderverpackung. Das ist so geil. Ja, so, aufmachen und reingucken. Die Sachen habe ich mir tatsächlich ausgesucht. Genau, von Sunsu, ein Toner. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Trash-Paket vereinbart haben, wusste ich nicht, dass ich von der Alexandra so eine extrem krasse Überraschungskiste bekomme, wo ich 5 Liter gefühlt Toner bekommen habe. Naja, ich habe ihn mir ausgesucht und werde ihn auf jeden Fall auch mal testen. Das ist ein koreanischer Hyaluronsäure, Aloe Vera und Cherry Blossom Toner. Und die Marke Sunsu wollte ich sowieso mal austesten. Und der ist noch voll zu. Wow. Man riecht es ein bisschen durch. Dieses Cherry Blossom finde ich total genial. Geil. Von Nivea ein Magic Mousse Reinigungsschaum. Den hatte ich auch tatsächlich schon mal in einem Trash-Paket. Jetzt habe ich ihn nochmal und jetzt bleibt er auch bei mir. Das letzte Mal habe ich mich dafür entschieden, ihn weiterzugeben und jetzt bleibt er bei mir. Der soll nämlich super sein, habe ich gehört.
simpel. Reinigendes Micellenwasser. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen witzig, denn ich habe jetzt gerade quasi vor diesem Video ein Unboxing von den ganzen Glossy Box aus dem Glossy Sale gemacht. Und jetzt habe ich dieses hier doppelt. Das heißt, das hier wandert in die zweite Etage. Hätte ich aber sonst gerne für mich gehabt, ne? Aber so jemand anders. Balea Douche Peeling Calm Down mit Vanille- und Orangenblütenduft für jede Haut. Auch das bleibt. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Oh, du hast es zugeklebt. Das ist mit Vanille. Und Vanille ist ja voll der Winterduft, ne? Oh, da freue ich mich schon drauf, das im Winter dann zu benutzen. Oh ja. Orangenblüte riechst du ein bisschen raus, aber da muss ich mal gucken, ob mir das im Winter gefällt. Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Dresdner Essenz, fühl dich wohl, Pflegedusche mit Bio-Kokos und Limette. Da ist es klar, dass das weiter wandern wird, weil das halt mit sowohl Kokos als auch Limette ist. Deswegen, da war sie sich durchaus bewusst dessen. Aber ich habe einfach meine Grabbelkiste ein bisschen leeren können. Dafür sind Trash-Pakete bei mir immer ganz gut. Und dafür bekomme ich dann halt Sachen, die ich dann entweder für mich verwenden kann oder eben weitergeben kann. Und wo ich weiß, dass ich die weitergeben kann. Und dass dann meine Grabbelkiste, also meine Aussortiertkiste, sich halt immer wieder leert. Ne? Das hat einen Sinn. Das hat alles einen Sinn. Genau. Ne? Das ist ein cooler Duft, ganz bestimmt, aber halt nicht für mich. Ja, das riecht auch interessant. Ne? Dieses Kokos zusammen mit Limette, sehr, sehr interessanter Duft. Oh, das ist für mich. Kneipp, leichte Körperlotion, Mandelblüten, Hautzart, intensive Feuchtigkeit, zieht schnell ein für sensible Haut. Das ist ein Traum. Kneipp ist eine wundervolle Marke, die ich so, so gerne hier habe und benutze. Und das riecht toll. Das riecht, wie ich das ja immer so gerne sage, etwas nach alter Frau. Aber ich mag den Duft ja, nach alter, gepflegter Frau halt, ne? Ist voll meins. Also das gefällt mir richtig gut. Ist es nur Mandelblüte? Es riecht halt auch, ja, Mandelblüte halt, ne? Ein bisschen blumig. Ja, richtig toll. Auch so ein bisschen, ein Hauch von Nivea-Creme ist mit dabei. Oh. Und dann habe ich mir ausgesucht von Botanicals Fresh Care Lavendel Beruhigende Pflege eine Kopfhautpflegelotion für empfindliche Kopfhaut. Das ist mit ätherischem Lavendelöl für die Massage der Kopfhaut mit beruhigender Wirkung vor dem Shampoo anzuwenden. Genau, das fand ich auch mal ganz interessant, ob ich das überhaupt mag. Aber, Moment. Oh, guck mal, 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Das heißt, vor der Dusche muss ich im Prinzip in die trockenen Haare das eingeben. Auf die Kopfhaut auftragen, ja. Genau, weil ich habe jetzt gerade im Sommer oder halt gerade, wenn es Richtung Erdbeerwoche auch noch geht oder wenn die Sonne so extrem ist, eigentlich ständig, eine irritierte Kopfhaut. Das heißt, meine Sonnenallergie ist nicht nur dann hier so in der Halspartie, sondern bewegt sich dann auch hinter den Ohren hoch und dann auch vor allem hinten in meiner Kopfhaut, also das auf meiner Kopfhaut. Das ist sehr, sehr unangenehm und ich habe mir davon einfach erhofft, dass es meiner Kopfhaut gut tut, sage ich mal, und mir ein schönes Gefühl gibt. Also das ist der Plan. Und der Duft geht klar. Ja, Lavendel mag ich eigentlich auch wohl ganz gerne. Wir haben auch bei uns vor dem Haus ein riesengroßes Vorbeet, wo ich riesengroße Lavendelbeete in diesem riesengroßen Beet angelegt habe. Ich glaube, das ist so, weiß ich nicht, 70 Quadratmeter groß insgesamt, das ganze Vorbeet. Und ich würde sagen, allein 20 Quadratmeter habe ich als komplett Lavendelbeet gemacht. Da hatte ich den Lavendel quasi in Steinbeet gepflanzt. Also ich mag keine Steinbeete, aber für Lavendel ist es nun mal das Beste. Halt eine Folie, dann die Lavendelpflanzen da reingesteckt und dann halt die Steinchen darüber gegeben, damit du halt dem Lavendel die Möglichkeit gibst, sich schon selber auszusäen, was er auch durchaus getan hat. Also wir haben jetzt komplett, das ganze Vlies ist voll mit 9 kleinen Mini-Lavendelpflänzchen oder teilweise sind die auch schon so groß und haben auch schon so richtige Lavendelblüten dran und so. Richtig geil. Und das ist für Schmetterlinge und für Bienen ein Traum. Also richtig, richtig toll. Und wir haben einen Imker bei uns 2-3 Häuser entfernt und die Bienen bestäuben bei uns alles am ganzen Grundstück, was wundervoll ist und sind dann auch ganz, ganz viel an diesen Lavendelpflanzen, weil die da scheinbar total drauf stehen. Und wir haben ja auch einen Teich, da trinken die immer. Da musst du immer aufpassen, wenn du daher gehst. Aber die pieksen, also die stechen dich nicht, weil die sind friedlich, alles ist gut. Wespen sind frech, genau. Wespen sind frech und Bienen sind lieb. Und die Bienen bestäuben alles. Und genau. Dann haben wir da auch noch in der Einflugschneise extra so Himbeer- und Brombeerbüsche und sowas alles. Also da haben wir Früchte ohne Ende dran. Richtig geil. Worauf ich hinaus wollte? Genau. Letztens war ich im Vorbeet und habe dann quasi die Lavendelpflanzen geschnitten, weil du sollst ja zweimal im Jahr, also im Frühjahr und im Herbst, den Lavendel schneiden.
jetzt ist es so Herbstzeit für mich, ne? Der Lavendel ist ausgeblüht, die Samen säen sich jetzt quasi aus und wenn du den halt schneidest, kannst du am besten nochmal oben so ein bisschen crunchen, dass die Samen sich dann direkt auch so verteilen können und ja, dann habe ich den auf diese Höhe zurückgeschnitten und ja, jetzt kann er dann wiederkommen, ne? Weil der dann halt sehr holzig geworden ist, was halt normal ist in der Zeit jetzt auch und ja, deswegen, ich mag den Duft. Ne? Hier ist der Punkt. Und Claudia kreist und kreist. Dann haben wir hier noch ein paar weitere schick eingepackte Luftpolsterfolienpackungen. Genau. Als erstes habe ich mir die Fit Me Maybelline Foundation ausgesucht. Luminous and Smooth. Strahlend und ebenmäßig. Normale bis trockene Haut in der Farbe 118. Da bin ich sehr gespannt, ob das passt. 118. Ein bisschen gelbstichig, aber es könnte funktionieren. Mache ich mir mal hier so ein... Ich mache das jetzt... Ich habe jetzt eine BB-Cream drauf, ne? Ist okay. Aber ich kann ja mal gucken. Ja. Also ich würde schon sagen, dass es klar geht. Ne? Also ein bisschen... Nee, das passt voll gut. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich mir nicht noch eine weitere Foundation ausgesucht habe. Denn nun habe ich bereits eine BB-Cream und eine Foundation auf dem Gesicht. Weiß nicht, welches Körperteil dann dafür herhalten muss. Der Hals wahrscheinlich, keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich habe mir wirklich noch eine andere Foundation ausgesucht. Mift, okay. Ja, einarbeiten mit einem Beautyblender ist jetzt einfach mal gerade nicht, ne? Weil ich gerade keinen angefeuchteten Beautyblender da habe. Aber das geht klar. Wow, guck mal, wie das... Wow, Luminous. Also jetzt ein bisschen blöd aufgetragen, sage ich mal. Ne? Also man müsste es jetzt tatsächlich noch einarbeiten. Und man sieht hier schon noch einen Rand. Das sieht ein bisschen kacke aus, aber es geht klar. Wir kommen damit klar. Ach komm, nee, das sieht doof aus. Ich muss das nach unten verblenden. Das ist doch blöd so. Claudia, was machst du denn da? Wollte doch nachher noch ein paar andere Videos drehen. Warum mache ich das eigentlich, dass ich das direkt im Gesicht teste? Warum? Weil ich neugierig bin, ja. So, ich würde es jetzt einfach erstmal so lassen. Ich finde, das geht echt klar. Ist hier ein bisschen blöd verblendet, aber hey. Ne? Geht klar. Gute Farbe. Ja, denn hier drin ist tatsächlich noch eine weitere Foundation von Tease. Mist. Ja. Be Radiant Foundation. Illuminating Finish. Oh, die hätte ich austesten sollen. Hydrating Formula evens your skin tone. Mega. Davon hatte ich ja mal einen Bronzer. Nee, einen Blush, der aussah wie ein Bronzer und ein Highlighter. Genau, ups. Und das ist die Farbe 202 Warm Ivory. Mal gucken. Boah, sieht die schön aus. Guck mal. Das ist eine schöne Verpackung, das gefällt mir. Jetzt swatchen wir die. Oh, die Farbe funktioniert. Oh. Ich will sie in meinem Gesicht haben. Ich mache jetzt etwas, was ich normalerweise nicht machen würde. Mache ich das? Foundation über Foundation? BB-Cream über Foundation über BB-Cream und dann noch Foundation drüber. Ich kann es ja so ein bisschen am Hals testen, komm. Ne? Claudi im Testwahn. Ja, so ein bisschen rötlich sieht sie aus. Oh, die geht klar. Guckt euch das an. Oh, und die fühlt sich richtig cremig an. Oh, wow. Oh, wow. Ich will sie in meinem Gesicht haben. Okay, ja, muss in einem separaten Video getestet werden, aber so geht die auf jeden Fall klar. Die hat fast gar keine Deckkraft, wenn ich das hier so richtig sehe, aber sie ist wie eine Creme. Und sie illuminiert tatsächlich. So mein Hals jetzt, ne? Sieht schon fresh aus. In einem separaten Video wird sie nochmal eingehend getestet werden. So. Geil. Hätte ich. Also, dass es auch vor allem meine Farbe ist, ne? Alle beide. Oh, das ist cool. Seitdem ich keine Gelnägel mehr habe, kriege ich einfach keine Verpackung mehr auf, weil ich einfach so unrobust bin jetzt mittlerweile. Weil du einfach nicht diese dicken Fingernägel hast, die du halt, ne, durch den künstlichen Aufbau vorher hattest. Das ist alles ein bisschen schwieriger im Leben geworden für mich. Es ist hart. Aber ich schaff's schon. So. Hier haben wir noch ein Luftpolsterfolien-Ding. Und zwar hat sie mir hier reingepackt, was ich mir ausgesucht habe, die 5D Star Mascara von P2. P2 bekommst du ja so nicht mehr. Und deswegen freut es mich immer, wenn ich in Trash-Paketen sehe, dass ich mir P2-Produkte aussuchen kann, weil ich damals nicht so viel P2 gekauft habe. Und die sieht ja aufregend aus, ne? Das ist ein witziges Bürstchen.
Was sind denn die, also ich kenne drei Dimensionen und dann ist die vierte Dimension ja eigentlich die Zeit. Und was ist die fünfte Dimension? Keine Ahnung. Ja, super interessant, wird auf jeden Fall demnächst mal getestet. So, dann habe ich mir ausgesucht einen Intense Eyeliner von Rival de Loop in der Farbe Green Garden. Ich versuche mich jetzt immer mehr tatsächlich auch mal an etwas bunteren Produkten und ja, ich gucke mal, wie das aussieht, wenn ich mir den theoretisch hier unten unter die Wasserlinie geben würde. Ja, habe ich jetzt ein bisschen tief runtergezogen, ne? Aber geht klar, geht voll klar. Kann man mal machen, ne? Das betont auf jeden Fall so meine grünen Augen, denn ich habe ja grüne Augen und so bunte würde ich mir tatsächlich auch eher so unter der Wasserlinie auftragen und weniger halt oben, weil ich das einfach schöner finde und halt unten gerne dann unter der Wasserlinie etwas bunter bin. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Und dann habe ich mir noch einen Eyeliner ausgesucht. Ja, ja, ja. Und zwar mein Lieblings-Eyeliner von Trended Up, den Ultrashine Eyeliner Pen Waterproof. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ist ein Filz-Eyeliner, verwende ich ständig. Habe jetzt ein Backup und freue mich wie ein Keks, weil, nee, nicht Backup. Meiner ist nämlich leer gegangen und jetzt habe ich wieder einen. So, hier haben wir noch eins. Oh, ich habe mir noch eine Foundation ausgesucht. Ich bin ja geil. Ich bin ja geil. Von Wet n Wild, die Photo Focus Foundation in der Farbe Soft Beige. Genau, die habe ich mir aber ausgesucht zum Weitergeben, denn die habe ich ja selber. Die kommt ja mit diesem Spatel. Ist eigentlich auch wohl eine ganz coole Foundation. Ne? Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet und in meinem Repertoire quasi drin. Und ja, die wird aber weitergehen. So, ja. Light Medium Warm. Und dann haben wir hier ein Paket, was ich ihr, glaube ich, 1:1 genauso mal gepackt habe. Das ist eine Pinkbox mit zwei verschiedenen Bändern und einer Rose. Die habe ich ihr schon mal gegeben. Genau. Ich habe mir ein paar Dinge ausgesucht. Und zwar einmal die Trended Up Face Lights Palette. Die habe ich und möchte ich gerne für meine Freundin auch nehmen, weil sie einfach klasse ist. Also du hast da Blush, Bronzer und Highlighter drin und damit bist du einfach super good to go. Die habe ich von der lieben Vanessa mal bekommen. Mrs. Rosa Rot. Richtig, richtig klasse Palette. Also genau die gleiche habe ich hier auch in meinem Kasten drin. Da, das ist meine. Und die habe ich jetzt zweimal. Rival de Loop. The Golden 20s Eyeshadow Palette. Genau. Habe ich mir die ausgesucht? Die kommt mir gerade nicht bekannt vor. Hast du die mit reingepackt? Die kommt mir gerade echt nicht bekannt vor. Scheinbar habe ich mir die ausgesucht. Sonst wäre sie wahrscheinlich nicht drin, wobei du ein paar Sachen ja auch so dazu gepackt hast. Naja, muss ich erstmal austesten. Die Töne kommen mir durchaus bekannt vor. Das sind halt ganz normale Nude-Töne, die man so im Alltag auch schon öfters getragen hat. Also die ich auch in vielen, vielen anderen Paletten drin habe. Ich finde aber diese Palette an sich wunderschön, ne? Ja, dann habe ich mir auch noch ausgesucht von Essence die Follow Your Heart Palette. Die müsste ich tatsächlich selber auch da haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich habe sie mir ausgesucht. Na, ich weiß noch nicht. Vielleicht werde ich sie verwenden, vielleicht noch nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. So, dann ist hier noch mit drin, das habe ich ausgesucht, von Sleek Makeup die Highlighting Palette. Die wird weiter wandern. Die kommt nämlich aus der Glossy Box und ja, die habe ich schon mal aussortiert. Die habe ich letztens erst noch im Glossy Box Sale mit drin gehabt und ja. Ne? Die wird aussortiert, das sind, beziehungsweise weitergegeben, das sind drei Cremetöne und zwei Pudertöne. Genau. Und dann habe ich mir tatsächlich viermal Revolution Paletten ausgesucht. Einmal Revolution Reloaded Neutrals 3, Revolution Reloaded Fundamental, die Reloaded Visionary und die Reloaded Velvet Rose Palette. Ich weiß nicht, welche davon ich behalten werde und welche weiter wandern werden. Das werde ich alles noch so in meinen... Also ich muss meine Kisten durchstöbern, beziehungsweise ich muss meine Lidschatten-Paletten-Schublade durchstöbern und schaue einfach, welche Töne habe ich da, welche nicht. Die ich schon da habe, werden dann entsprechend weiter wandern. Den Rest werde ich behalten. Liebe Lea, wie immer, es war mir eine Herzensangelegenheit und ein absolutes Vergnügen. Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß bereitet, hat mir auf jeden Fall wieder einiges an Neuheiten, für mich Neuheiten eingebracht und immer wieder gerne wieder.
Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.